Ja, wunderschönen guten Tag, meine Freunde. App Run ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review Flying Fox. Wollen wir mal direkt reingucken? Hallo Sly, ich bin Foxy. Ich werde Ihnen helfen. Sly, Sylvester Stallone. Ich werde Ihnen helfen und es ist auch schon wieder vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Kann man gleich so schnell lesen, wie das hier vorangeht? Beschleunigungssensor, Joystick oder Berührungssteuerung? Wir machen erstmal Berührungssteuerung. Können wir wenigstens das Display ruhig halten? Tippe auf den Bildschirm, damit der Sly dieser Stelle fliegt oder ziehe den Finger über den Bildschirm, damit es. Also nicht Sky, sondern Sly, dann den Finger folgt. Aha, fettes Huhn. Sei gegrüßt. Sammle alle Sterne, um zu erfahren, wie du mit Sly deinen ersten Flug absolvierst. Tippe auf den Bildschirm, damit Sly zu dieser Stelle fliegt, oder ziehe den Finger über den Bildschirm, damit Sly deinen Finger folgt. Alles klar. Aha. Ist ja geil. Der hat hier so eine Kappe auf, wo ein Ventilator dran befestigt ist, ein Fluggerät. Tippe auf das Huhn, damit Sly es ansteuert. Er wird es automatisch greifen. Trage das Huhn dann über die Kontrolllinie am Himmel, um es zu fangen. Was? Also ich soll es erstmal runter und dann soll ich schnappen? Habe ich's? Nanu? Ich weiß nicht, woran es liegt. Nun schnapp's doch. Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich's. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was macht er denn hier? Hä? Check das gerade gar nicht. Hey du Huhn. Mein Name ist Sly. Ach so, jetzt habe ich es geschafft. Ich muss es einfach irgendwie. Alles klar, über die Kontrolllinie nach oben. Aha, sinnfrei. Warum? Jetzt soll ich mehrere Hühner hier wahrscheinlich schnappen. Und die nach oben unter Kontrolle bringen. Was will ich denn mit diesem Huhn im Himmel? Nana? Jetzt habe ich es nicht. Jetzt. Na, was ist denn das? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich kann sie ja nicht mehr unterwegs wieder auffangen. Also nee, er soll irgendwo. Was ist denn das? So ein Blödsinn hier. Du verrennt, Alter, ey. So, da kommt der fliegende Fuchs. Und nicht wieder Herr Fuchs und die sieben Geißlein, sondern hier heißt es Herr Fuchs. Herr Fuchs und die sieben Hühner, im Moment nur drei, aber was nun? Also die Hühner verschwinden auch witzigerweise. Check ich gerade nicht. Ah, ich muss einfach hier drückt halten, das ist ja auch nicht schlecht. Na komm schon. Was ist das denn? Läuft das Ganze hier eigentlich nach Zeit? Ah, ich muss einfach hier drückt halten. Das hat auch gedauert eine Weile jetzt hier. Gut, also so nicht nach oben schnippen, sondern so funktioniert das. Die Zeit drängt, sei schnell, damit du nicht geschnappt wirst. Achte auf die Zeitanzeige am oben. Siehst du, das wusste ich doch. Jetzt geht es nämlich los mit Zeitanzeigen hier. Ja, und wer hier natürlich Interesse hat an diesem Spiel, der kann ein wenig Hühnerklauer spielen und Hühner jagen. Und naja, das Coole hieran ist, die Hühner Akku leer. Yeah. Ich hab's kapiert. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Jetzt habe ich's. Yay! Geschafft. Die Hühner geben mir hier also einen Zeitbonus, wenn ich schnell genug bin. Und
Die Absperrungen durchbrechen ihm einen Stein und lasse ihn von hoch oben nach unten fallen, um die Glasscheibe zu durchbrechen. Ah, das ist so ein bisschen wie Angry Birds, bloß anders. Gegenstände greifen und fallen lassen, tippe auf den Stein, damit Sly ihn ansteuert. Er wird ihn dann automatisch greifen. Ja, das wissen wir doch alles schon. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja hier genau dasselbe wie eben auch. Oh. Okay. Vielleicht darüber. Was ist denn das jetzt? Na bitte. Schnapp dir das Huhn. Auf in die Lüfte. Ich hab's geschafft. Ja, wer natürlich Interesse hat an dieser App, die ist kostenlos im Play Store erhältlich. Und kann ja da ein bisschen Hühner klauen oder auch ein bisschen rumspielen hier. Lustig ist es definitiv, wenn man es erstmal verstanden hat. Du musst hier rüber, Freund. Lass mal los. Nee. Einfach fallen lassen. Wieso lässt er das jetzt hier nicht fallen? Jetzt. Was soll das, ein Witz sein? Naja, und den Link packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Beschreibung. Wenn er den Stein denn mal fallen lassen würde. Jetzt auch nicht. Wieso lässt er den denn nicht fallen? Sehr stabiles Panzerglas hier. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das mit dem G-Sensor zu spielen, wirst du ja wahnsinnig. Wie bei so einem Panzerknackern damals, wenn die einer noch kennt. Was die hatten bei. Yeah! Hatten bei dem Safe in Entenhausen auch ein bisschen mehr Glück. Also hier irgendwie passierte gar nichts. Und jetzt das letzte Huhn noch nach oben hoch. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Wo sind die Hühner denn dann hin? Freunde. Ist ja ein nettes Spiel, aber. Und warum lässt er den Stein nicht fallen? Und muss ich auf den draufklicken? Ich muss auf ihn draufklicken. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es aber. Ich muss auf den Bengel hier draufklicken. Dann lässt er den Stein fallen. Na, ist das ein Traum? Gut, dass die Hühner hier nicht fliegen können, sonst hätte ich akute Probleme. Gerade noch so in der Zeitvorgabe geschafft. Vorgabe geschafft. Na gut, das soll es auch erstmal gewesen sein. Macht euch selbst mal einen Überblick davon. Sieht soweit gar nicht mal so schlecht aus, wenn man es verstanden hat, und man hat jede Menge Level, wenn man hier so sieht. Und ja, damit wünsche ich einfach mal viel Spaß und bis zur nächsten.